So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim mit unserer Socki. In der letzten Folge sind wir, jetzt wechsle ich mal auf den Bogen. In der letzten Folge sind wir hier diesen Weg entlang gekommen und haben diesen kleinen Mann mit seinem Wagen geholfen und mit seiner fetten Mutter. Und da ist eine Spinne irgendwo, glaube ich. Ich habe eine Spinne gehört. Uah, da ist sie. Ich hasse Spinnen. Ja, daneben. Tschüss. Au. Das war jetzt echt eklig. Ja, mit seiner dicken Mama haben wir ihm geholfen. Da sein Wagenrad kaputt war. Und wir haben einen Stufenaufstieg gehabt. Was mich sehr gefreut hat. So, den Bogen können wir mal wegpacken. Ein bisschen hier rüber. Da hinten ist nämlich was. Habe ich was gesehen? Da möchte ich mal hingucken. Dass der nicht kalt ist, unsere Socki? Okay. Ich fürchte, wir haben gerade einen Dungeon entdeckt. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass hier niemand ist. Der uns vielleicht tot sehen möchte. Deswegen schleiche ich hier jetzt mal ein bisschen. Aha. Da sehen wir es doch. Und wir wurden entdeckt. Na toll, das freut mich doch schon. Da möchte ich jetzt ein bisschen auf freies Feld, dass ich was sehe. Ah, Banditen. Das war ein Ork-Bandit. Da sind aber noch zwei. Jetzt plündern wir dem hier erstmal. Dann bekommen wir einen Kriegshammer. Den nehmen wir mal, der ist was wert. Ein bisschen Gold. Die Pfeile nehmen wir, den Rest kann er behalten. Hallo? Ist da noch wer? Ah, da unten. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Da, das war's mit der jungen Dame. So, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Ich sehe ihn nicht. Oh oh. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Kollege? Ich glaube, ich gehe dann mal runter, aber nicht hier. Sondern wenn dann da hinten. An der Treppe. Wo ist der Kandidat hier? Ah, da ist er. Ist das alles, was ihr? Ich glaube, wir sollten aufs Schwert wechseln. Der ist ein bisschen zu nah. So, dann komm her. Mit dir nehme ich's auf. Na komm. Ja. Der ist nicht schlecht. Ach, verdammt. So, jetzt geht's aber rein. So, wir haben schon ordentlich was eingesteckt. Oh, Gesundheit ist niedrig. Oh, ich glaube, wir sollten uns mal einen Heiltrank reinpfeifen.
Da haben wir ja ein paar gefunden. Naja, komm, holen wir uns mal drei an. Und die packen wir uns auch gleich in die Favoriten. Weil ich keine Lust habe, hier jetzt drauf zu gehen. Der ist echt hart, der Typ. Boah, hauen wir uns gleich nochmal einen rein. Nichts gibt's hier, Gnade. Stirb. Wir haben schon wieder einen Stufenaufstieg. Da sieht man mal, wie stark der war. Was hast du denn dabei? 60 Goldstücke. Oh, die Rüstung ist gut. 200 ist die wert. 30 bringt die. Das Schild ist, glaube ich, auch besser wie unseres. Oh, Freunde, wir können uns neu ausrüsten. Der Helm, weiß nicht, ob der was wert ist. Naja, nehmen wir mal mit. Wegschmeißen können wir immer noch. Stahlschwert nehmen wir auch mal mit. Den Dolch nehmen wir auch mal mit. Komm, heute nehmen wir mal alles mit. Und da oben war doch noch die Frau. Die möchte ich auch noch looten. Juhu, ich freue mich gerade ein bisschen. Der war echt zäh. Also es war echt nicht so einfach, da durch sein Schild durchzukommen. Dietrich, Geld, die Pfeile nehmen wir mit. Die ziehen wir hier aus dem Torso. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz in unsere Objekte und schauen mal nach, was wir denn da so haben. Bekleidung. Was haben wir denn da an? Die kaiserliche Rüstung hat 27, die hat 30. Dann legen wir die an, hätte ich gesagt. Der Helm hat 17. Was haben wir? 19. Okay, da behalten wir den kaiserlichen mal auf. Das Schild hat 24. Das war echt heftig. Und unser hat 22. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem. Und das können wir aus den Favoriten rausnehmen. Und das haben wir, glaube ich, schon drin. Oder? Jetzt ist es in den Favoriten. Gut. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Bei den Waffen haben wir auch ein bisschen was bekommen. Unser kaiserliches Schwert hat 9. Das Stahlschwert allerdings auch. Das Stahlschwert ist jetzt also nichts Tolles. Zweihandwaffe möchte ich eigentlich jetzt erstmal nicht führen. Gut. Den Dolch packen wir uns mal in die Favoriten. Nur vorsichtshalber. Genau. So, was ich noch machen wollte. Und zwar bei Magie, Wiederherstellung. Die Wiederherstellung packen wir uns auch mal in die Schnellauswahlleiste. Damit wir in solchen Situationen jetzt nicht unbedingt einen Trank nehmen müssen. Also ich nehme immer Tränke in Kämpfen, einfach weil es wesentlich schneller geht. Aber so kann man sich heilen, eben, auch wenn man kein Magier ist. Heilung beherrschen wir und fertig. So, dann 6 Tränke haben wir noch. B-Bänder, Eisenschild, okay. Wir nehmen unser kaiserliches Schwert wieder und das Schild. Und jetzt gehen wir da unten mal rein, würde ich sagen. Und schauen, was uns da erwartet. Oder wollen wir erst noch leveln? Komm, wir leveln noch. Wir haben hier eine neue Stufe erreicht und ich gehe wieder auf Ausdauer. Tut mir leid, aber die möchte ich echt ein bisschen steigern. Ich werde nächstes Mal sogar auch wahrscheinlich nochmal auf Ausdauer gehen. Weiß ich noch nicht, aber ich... Oder mal auf Gesundheit. Mal gucken. Aber vielleicht... Vielleicht gehe ich nächstes Mal auf Gesundheit. Und zwar würde ich jetzt gerne... Da wir den... Blocken einhändig... Schießkunst... Mal kurz reingucken. Das können wir jetzt noch nicht nehmen, weil unsere Schießkunst noch auf 17 ist. Und wir brauchen 20. Da brauchen wir 30, da brauchen wir 40. Okay, das heißt, wir können hier jetzt erstmal gar nichts machen. Wir könnten jetzt sparen. Oder wir gehen jetzt mal auf einhändig, weil einhändig nehmen wir ja jetzt erstmal auch. Wir können ja später noch was anders leveln, wenn ihr wollt. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Dann nehmen wir mal das hier. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Da müssen wir erstmal ein Schloss knacken. Ja, das war ein Dietrich. Das war der zweite Dietrich. Oh, das Schloss ist echt schwer. Ich glaube, auch wenn wir
dieses Schloss geknackt... Oh, leck mich doch am Ärmel. Ich glaube, wenn wir dieses Schloss geknackt haben, dann bekommen wir auch ein... Dann wird uns... Ah, Mist! Dann wird auch unser Können in Schlösserknacken unten gleich steigen. Ich verbrauche hier gerade Dietriche ohne Ende, aber das Schloss ist echt, echt schwer. Weil wir noch so niedrigen Skill haben im Schlösserknacken. Das gibt's ja nicht. Die brechen so schnell ab, die Dinger. Jetzt haben wir nur noch 11 Stück. Wir haben nur noch 10 Stück. Ich möchte da rein. Oh, das ist so ein kleiner Pixel, den man da treffen muss. Und wenn ich zweimal daneben hau... Jetzt ist es offen. Alter, das war echt... Boah, heftig. Da gleich um 2 Stufen verbessert das Schlösserknacken. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Geld. Geldbeutel. Noch ein Geldbeutel. Und was haben wir denn in der Truhe? Einen Amethysten. Geld. Einen Silberring. Kaiserlicher Helm. 12. Ich weiß gar nicht, was hat unserer? Der hat mehr, ne? Mal gucken. 19 hat er, ja. Den kaiserlichen Helm kannst du behalten. So, geht's hier weiter irgendwo hin? Nein. War's das schon? Ja, das war's schon. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Dämmerstern. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht jetzt so wegen dem Looten, aber für das, was wir an Erfahrung gewonnen haben, das war echt nicht schlecht. Also wir haben Schlösserknacken, jetzt Bombenerfahrung gerade gekriegt. Wir haben Ausrüstung bekommen, die echt gut ist. Und noch einen Levelaufstieg. Da unten ist ein Weg. Boah, das muss doch kalt sein wie solche dort. Wo wir gerade hier lang pesen. Vor allem mit dem Wind, ey, das muss doch ins Gesicht peitschen. Die ist ja auch noch kurzärmlich. Oh, ach ja, das ist unsere neue Rüstung. Schaut irgendwie schick aus, ne? Gefällt mir persönlich jetzt sogar besser wie die kaiserliche Rüstung. Und die schützt uns, glaube ich, auch besser. Na, das heißt, die schützt uns besser. Ist so. So. Wir streifen durch die Wildnis. Ich glaube, ich rüste mal wieder den Bogen aus. Was ist da? Noch sind wir nicht hochlevelig und da könnten wir ganz, ganz schnell drauf gehen. Ach, Spinnen. Okay, mit denen sollte ich fertig werden. Ja, gute Nacht, Spinnchen. Wo ist die zweite? Das nehmen wir mit. Ah. Da ist die zweite. Oh, das war daneben. Schön. Damit haben wir die auch erledigt. Das Gift nehmen wir mal mit. So, den Bogen können wir wegpacken. Dann laufen wir ein bisschen schneller. Oh, wie weit ist Dämmerstern denn noch weg? Ja, müssten wir in dieser Folge noch erreichen. Seid ihr auch so Menschen, wenn ihr einen Film seht oder sowas? Gibt's ja ganz viele Menschen, wenn die einen Film sehen, wo es jetzt so im Schnee, wie jetzt hier gerade, wo es so kalt ist und der Wind und dann die Geräusche vom Wind. Seid ihr auch so ein Mensch, den es dann immer friert? Ja, wo dann die Füße kalt werden und man dann echt... Mir geht's oft so. Umgekehrt komischerweise nicht, ne? Wenn man dann einen Film sieht, wo Strand und Sonne und alles warm und echt schön, was haben wir denn da unten wieder, dann wird einem komischerweise nicht warm. Also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber okay, da ist was. Irgendwas greift uns da gleich an, habe ich. Okay, es sind Banditen, weil da schießen welche mit Pfeilen.
verstecken. Wetten das? Ja. Da oben, glaube ich, sind die. Ja. Da oben sind die. Das sind wahrscheinlich Banditen. Eieiei. Ihr könnt es mit mir aufnehmen. Ich gehe mal davon aus. Was ist denn jetzt los? Wow. Habe ich keine Pfeile mehr? Seid ihr zum Sterben bereit? Freunde, irgendwie kann ich meinen Bogen gerade nicht spannen. Ich wechsle mal kurz aufs Schwert. So, jetzt wechsle ich wieder auf meinen Bogen. Irgendwie ging das gerade nicht. Naja, jetzt geht's wieder. Uah! So, dann passt mal auf. Ich zeig dir mal, wie man mit dem Bogen umgeht, Mädchen. Ja, genau so geht man mit dem Bogen um. Wieso greift ihr mich an? Ah, verdammt, jetzt hat sie mich auch erwischt. So, das war die eine. Ja, genau, schleich dich von hinten an, du mieser kleiner... Das war die zweite. Ich höre aber noch jemanden laufen. Ich sehe aber oben auf der Karte nichts. Wo bist du, Kollege? Ich habe genau gehört, dass von da ein Schuss kam. Wo bist du? Ui, habt ihr das gesehen? Wo sitzt der? Alter, das ist aber immer ziemlich knapp. Mich würde mal interessieren, wo der ist. Ich sehe den nicht. Dann looten wir die mal kurz. Gold, Pelzrüstung. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Rest kann sie behalten. Wo sitzt der? Wo ist der? Ist der da oben? Kann das sein? Also für einen Schützen ist das da oben natürlich ein toller Punkt. Ja, da seid ihr ja. Ich sehe dich aber nicht. Das ist ein bisschen... Ja, ja. Ach, da oben! Jetzt habe ich dich gesehen, du Strolch. So, das war's. Gucken wir mal den Bogen weg und schauen mal, was der Kerl dabei hatte. Ein Bogen. Den brauchen wir aber nicht. Da liegt noch ein Pfeil. Den nehmen wir mal mit. Ja, so ein Pfeil im Hals ist schon so eine Sache, ne? So, das Gold nehmen wir mit. Granatstein nehmen wir auch mit. Die Pfeile nehmen wir auch noch mit. Alles mitnehmen, was wir gebrauchen können. Oh, hier geht's rein. Da gehen wir mal rein. Na, hoffentlich ist da jetzt keiner. Ich glaube, ich sollte lieber schleichen. Was hängt denn da an? Streitkolben. Schaden 12. Naja, der ist nichts wert. Den lassen wir mal da. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal kurz aufs... Oh, wobei. Bleiben wir mal beim Bogen. Ja, hier scheint auch gar keiner zu... Doch. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch gar keiner. Aber da ist einer. Und den schnappe ich mir jetzt. Den kaufe ich mir. Ich glaube, wir sollten... Oh, das ist ein Ork. Wir sollten, glaube ich, aufs Schwert wechseln. Uiuiuiui. Oh, der ist wieder so heftig. Oh, der hat uns gekillt. Uiuiuiuiui. Das war jetzt ein bisschen schnell. So, da sind wir wieder. Wie schaltet man den denn aus? Der ist echt knüppelhart, der Kerl.
Nicht schon wieder. Der hat uns doch jetzt nicht schon wieder gehört, oder? Hat er uns gehört? Ja, der hat uns gehört. Dann können wir eigentlich auch gleich das Schwert nehmen und es einfach nochmal probieren. Na komm. Ah, selbst wenn ich block, zieht er mir was ab. Okay, dann hauen wir uns mal zwei Tränke rein. Da seht ihr, selbst wenn ich block. Und tschüss. Ich gehe da lieber mal raus, weil der killt uns wieder, Freunde. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich hinterher. Nee, tut er nicht. Da ist die KI zum Glück nicht so intelligent. Uiuiuiuiui. Hat das wehgetan. Ja, ich weiß, dass meine Magika gering ist. So, wir sind wieder geheilt. Jetzt ist die Frage, gehen wir wieder rein oder lassen wir es lieber bleiben? Ich meine, gut, wenn wir sterben, dann starten wir eh wieder hier. Ich glaube, wir probieren es nochmal. Mit unserem Schwert. Wir sind einfach noch zu schlecht ausgerüstet, um gegen solche Gegner zu kämpfen. Aber ich würde ihn gern looten. Ich würde gern das haben, was er hat. Weiß der jetzt gar nicht, dass wir da sind? Vielleicht haben wir Glück, wenn wir ganz langsam schleichen. Wenn wir uns ganz langsam ein bisschen anschleichen, können wir vielleicht mit dem... Diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ja, genau. Wir schleichen uns jetzt hier ein bisschen hinter. Ganz langsam. Vorsichtig. So. Dann kriegen wir nämlich noch einen Bonus, wenn wir ihn treffen, ohne dass er uns sieht. Ein Schleichangriff. Zauber. Okay, probieren wir es. Was? So, das war's, mein Freund. Puh, nicht schlecht. Heieieiei. So. Jetzt können wir auch wieder nochmal laufen. Nicht schlecht. Das Schild nehmen wir mit. Den Zweihänder. Nee, den brauchen wir jetzt mal nicht. Oh, Schlüssel. Für irgendeine Mine. Nehmen wir auch mal mit. 27er Eisenrüstung. Brauchen wir eigentlich nicht. Den Helm brauchen wir auch nicht. Die Stiefel auch nicht. Die Pfeile nehmen wir mit. So, gibt's hier noch was, was wir mitnehmen können? Mal kurz gucken. Hier oben sind Heiltränke, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Bücher, die schauen wir uns gleich an. Eine Fackel. Haben wir schon eine Fackel? Ich glaube schon. Außerdem können wir die gar nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Einen Orkdolch, den nehmen wir jetzt mal mit aus Prinzip. Das Bier nehmen wir auch mal mit. Lauch. Gebratenes Ziegenbein. Der wollte gerade Mittag machen hier, der Gute. Die Äpfel nehmen wir auch mal mit. Der schwarze Pfeil, Band 1, werden wir auch kurz durchgucken. Für die, die da lesen möchten. Oh. Eisenstiefel des abnehmenden Bl. Keine Ahnung, Blitz ist wahrscheinlich. Eisenstrahlkolben der Ermüdung. Verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Ja, mitnehmen tut man auf jeden Fall. Ob wir ihn brauchen werden. Ja, das Eisenschwert nehmen wir auch mal mit. Was ist da hinten noch? Was haben wir hier noch? Das nehmen wir mit. Ja, alles mit. Korb brauchen wir nicht. Hier ist noch ein bisschen Bier. Ja, das Fleisch genehmen wir uns jetzt. Soll ja nicht verkommen. Sein Essen. So, dann schauen wir uns mal die Bücher an. Aber das, liebe Freunde, machen wir in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht bei Skyrim. Danke fürs Zusehen und ja, bis bald. Ciao.